Willkommen zurück bei Let's Play Heroes of Might and Magic 5. Einzelkampagne Zuflucht. Wo haben wir aufgehört? Wir haben hier aufgehört und Dougal steht hinter Laszlo. Hinter Laszlo, das ist ja meine Lieblingsposition. Ey, Alter, geh mal weg, lass die Scheiße! Es geht gar nicht! Jetzt sei doch nicht so abweisend, mein Freund. Wir werden uns da sicherlich einig werden. Und wir hatten die letzte Aufnahme aufgehört, bevor es spannend wurde, sozusagen. Denn, was war der Punkt dabei? Erstens, hier steht ein Gegner von uns, ein Hexenmeister. Hexenmeister? Fällt mir gerade erst auf. Gelb war doch eigentlich Akademie-Magier, eine Akademiestadt. Die haben sich einen Hexenmeister von Dungeon angeworben. Offenbar. Okay. Kann ich auch mitleben. Auf jeden Fall, ja, wenn ich mir so die Armee so angucke, ist die Frage, können wir wirklich damit leben oder beendet diese Armee unser Leben? Sehen wir dann gleich, denke ich mal. Der zweite spannende Teil ist, unsere zweite Stadt wird auch synchron angegriffen von einem anderen Zauberer, der ja irgendwie einen Hang zur dunklen Magie hat offensichtlich, wo auch immer der die Zombies und Skelettschützen und Gespenster und sonst was alles her hat. Schauen wir mal, wie das ausgehen wird, denn hier haben wir nicht wirklich viel. Ein paar Scharfschützen, Fußsoldaten, Priester, Greifen und Vittorio, der gar nichts auf dem Kasten hat. Hey, der hat immerhin Moral 2. Wo kommt denn das her? Ah, geübte Führungskraft. Na, das ist doch schon mal etwas. Belagerungsmeister. Ja, oh, er hatte den immer vollen Goldbeutel. Den dürfen wir auf gar keinen Fall verlieren. Gut. Was können wir denn hier machen? Aha. Nur ein Held zum Besuch kann Kriegsgerät kaufen. Wieso eigentlich das? Wenn ich den jetzt da hinstelle, kann ich das... Okay, muss ich jetzt nicht verstehen. Aber wenn er Belagerungsmeister ist, dann kriegt er für die Verteidigung auf jeden Fall ein Balliste spendiert. Okay. Was können wir denn hier noch machen? Nichts. Können wir irgendwas anwerben? Ja. 39 Greifen. Super. Kann ich darauf verzichten? Nee, eigentlich können wir heute gar nichts Sinnvolles mehr machen. Sondern müssen mal gucken, was wir morgen noch zusammenkriegen. Und ja, wie weit das jetzt hier mit Gelb geht. Okay, er möchte uns schon mal nicht angreifen. Das finde ich soweit schon mal sympathisch. Aber ich vermute, der andere wird unsere Stadt angreifen wollen im Untergrund. Oder auch nicht? Nee? Der hätte ich... Doch, haben wir noch nicht gesehen. Ja, der wird wohl gleich angewackelt kommen, wie ich das sehe. Wie kriegen wir denn noch mehr Bums hier hinter die Armee? Wie können wir das clever veranstalten? Haben wir Bauern? Nein, wir haben überhaupt keine Bauern. Das heißt, es lohnt sich, keinen Meter irgendwie hier in die Militärakademie zu bauen, wenn wir nichts haben, was wir aufrüsten können. Das bringt uns keine neuen Kreaturen. Ein Verteidigungswall könnten wir bauen. Das wäre unter Umständen nützlich. Eine Kathedrale, damit könnten wir 3 Priester upgraden zu Inquisitoren. Nicht so wirklich super. Ich glaube, dann nehmen wir den Verteidigungswall. Denn der Verteidigungswall wird dafür sorgen, dass zumindest... Wo war die Armee? Hier war die Armee. Seine Zombies, diese Pest-Zombies, da vor der Stadt stehen bleiben müssen erstmal. Ja, Geister und Gargoyles können blöderweise fliegen und die anderen können schießen. Das ist auch irgendwie alles scheiße, aber... Tja. Was viel Besseres haben wir hier gerade nicht mehr im Angebot. Du möchtest... Laszlo, du warst doch der Heinz hier mit unserer Ausbildenfähigkeit, richtig? Jo, richtig. Dann möchtest du nochmal hier rein und noch etwas an Bauern aufwerten. Wie teuer ist das eigentlich so? Ah, viel zu teuer. Alles klar.
gucken wir mal so in kleineren Paketen. Das hier soll kosten 10.000. Ja, nehmen wir. Wir müssen das ja auch noch aufwerten. Zu Scharfschützen. So. Sind wir doch schon mal ein Stückchen weiter. Und Dukal. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Sehr unschlüssig. Okay, auf jeden Fall müssen wir noch ein bisschen aufräumen. Du darfst Laszlo besuchen. Oh, das ist aber schön. Ich mag Laszlo. Ich glaube, wir stocken einfach mal so pauschal auf 400 Scharfschützen. Und so langsam gucken wir, dass Laszlo auch ein bisschen was an Armee behält. Tun wir das? Ja, ja, die Magier kriegt er auf jeden Fall. Aber ich überlege gerade, ob ich die Paladine auch noch rüberziehen möchte. Oder ob wir jetzt mit Dougal hinten den Hexenmeister jagen gehen, tatsächlich. Ich weiß es nicht so genau. Unter Umständen möchte ich auch in den Untergrund, einfach nur für den Fall, dass wir tatsächlich die Stadt verlieren sollten. Das wäre natürlich eine Idee. Außerdem könnten wir versuchen, die Engel anzuwerben. Ja, ich glaube, dann machen wir das erstmal so, dass wir hier runtergehen. Nur für den Fall, dass wir uns die Stadt wiederholen müssen. Und auf dem Weg dahin schauen wir, ob wir was an Engeln hier zugesprochen bekommen durch unsere Diplomatiefähigkeit. Bauen an Gebäuden? Nee, ist immer noch nicht, natürlich. Ich gucke einfach aus Gewohnheit immer, ob man noch irgendwas bauen kann, auch wenn eine Stadt vollkommen ausgebaut ist. Ja, blau guckt hier mittlerweile auch irgendwo rum. Und gelb verzieht. Könnte es sein, dass gelb sich zu blau aufmacht? Und da kommt noch mehr gelb. Leute, ist aber mal gut hier langsam. Also wir werden keine Freunde hier. Ach du Scheiße. Der hat sogar noch mehr so Rotz dabei. Okay, das ist jetzt ziemlich eindeutig. Er möchte unbedingt unsere zweite Stadt haben. In Ordnung. Dann ist auch schon klar, wo Dougal hin muss. Moment. War das clever? Ja, das war clever. Das war nicht so clever. Nein, da habe ich mich verklickt. So. Verdammt. Verdammt! Ich wollte die Runde gar nicht beenden. Ich weiß gar nicht so genau, was ich wollte, aber ich wollte die Runde nicht beenden. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Das laden wir nochmal. Ich möchte zumindest diese Runde für mich haben, dass ich die noch nutzen kann. Das war wirklich nur verklickt. So. Tja, blöde. Sie wollen fliehen, statt sich uns anzuschließen. Es bringt natürlich jetzt nichts, sie zu verfolgen. Dann können wir sie auch ziehen lassen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sie sich uns anschließen wollen. Ja, wahrscheinlich sieht es bei den anderen Engeln dann nicht sehr viel besser aus. Und wie weit braucht man, wie lange braucht man eigentlich bis hier oben? Wir brauchen, ach du Kacke. Ernsthaft? Drei Runden? Ja, müssen wir auf jeden Fall da hoch, denn ich gehe ganz schwer davon aus, dass wir zumindest den zweiten Kampf auf gar keinen Fall packen werden. Bauen können wir hier auch überhaupt nichts und wir haben ja, ja durch meinen Verklicken schon gesehen, dass wir gleich angegriffen werden. Ich kann nur hoffen, dass wir das abwehren können. Du kannst eigentlich hier stehen bleiben, denn morgen ist ein neuer Tag und dann gibt es hier wieder was zu holen. Bauen können wir nichts. Ja, ja, dann mal auf in den Kampf, nicht wahr? Ja, lauf du mal da durch die Wüste, interessiert doch kein Schwein. Jetzt wird's spannend. Das wollen wir doch alle sehen hier. Jetzt dick aufs Maul kriegen. So, wir möchten auf jeden Fall nicht so aufgestellt sein. Ich glaube, ich möchte die Fußsoldaten sogar in... Ich möchte
in Zweier- oder Dreiergruppen? Ne, ich glaube, ich möchte die in Zweiergruppen aufteilen und die Priester... Ja, so machen wir das. Er zerballert uns natürlich hier direkt erstmal elegant unsere schöne Mauer, die wir eben gebaut haben. Die Greifen, die möchte ich noch nicht wegbewegen. Ja. Er ist natürlich auch noch zuerst dran mit beiden Fernkampfeinheiten. Herzlichen Glückwunsch. Was? Oh, verdammt, der kann auch noch richtig gut zaubern. Okay, es bringt am meisten hier drauf zu schießen, denke ich. Sind die eigentlich dran? Habe ich irgendwas übersehen hier? Naja, egal. Ja, wir müssen eigentlich die Fernkampfeinheiten wegkriegen, egal wie wir das tun. So, kannst du irgendwas Nützliches? Du kannst Steinsplitter. Ist das nützlich? Das sieht relativ nützlich aus, ja? Mach das doch mal. Und kabumm! Könnte das sogar der Zauber sein, den wir eben abbekommen haben? Ich weiß es nicht, ich habe nicht so genau aufgepasst. So, unsere Scharfschützen können die groß was anrichten. Ja. Das ist, glaube ich, egal, welche davon wir angreifen. Ich denke schon. Da wird auch direkt ein Loch reingeballert. Wegbewegen kann ich die Fußsoldaten hier trotzdem nicht, denn die Gargoyles können fliegen und könnten dann unsere Scharfschützen angreifen. Das ist so kein wirklich guter Plan. Allerdings... das könnten wir tun. Das halte ich für einen relativ guten Plan zumindest. Oh, das wird ein mit Sicherheit knapper Kampf. Ja, hier töten wir einen von... Ach du Scheiße, gleich ist er... der Zauberer wieder dran und gibt uns noch eins auf eine Nuss. Ja, Steinsplitter, sag ich ja. Kacke. Das gefällt mir überhaupt nicht, wie dieser Kampf hier abläuft. Ja. Wir müssen die Fernkämpfer wegkriegen. Das führt kein Weg dran vorbei irgendwie. Kannst du noch was Nützliches? Könntest auch noch Eile... Möchte ich die Eile auf die Scharfschützen wirken oder möchte ich nochmal die Steinsplitter hier reinsetzen? Wir haben schon so viele Scharfschützen verloren. Ich glaube, da fahren wir mit den Steinsplittern nochmal besser. Hier zumindest mal einiges an hier Gegnern kaputt, denn sonst kommen wir ja gar nicht voran. Ja, die können sowieso uns angreifen. Die hier könnten uns noch nicht angreifen, wenn wir die Greifen zurückziehen. Ha, sie können die Greifen nicht angreifen. Ha. Okay. Ja, ich glaube, ich bin ein Freund davon, noch nicht von den Pestzombies getroffen zu werden. Dafür kriegen die Gargoyles einen Freischlag, aber das dürfte nicht so schlimm sein. So, ja, das Katapult ist relativ egal. Wir haben eh schon ein Loch in der Verteidigung. Du kannst natürlich nochmal zaubern. Kannst du mal mit dem Unfug aufhören? Jetzt haben wir quasi gar keine Scharfschützen mehr. Verdammter Mist nochmal. Ja, mittlerweile bin ich mir dann relativ sicher... dieser Kampf hier wird nicht funktionieren. Schon alleine... ja, was heißt schon alleine? Eigentlich genau deswegen, weil unser Gegner zu stark zaubern kann. Wir müssen jetzt aber auch hier raus. Die Scharfschützen können wir nicht mehr blocken und es lohnt sich vermutlich auch gar nicht mehr, sie zu blocken.